Hey ho, es ist wieder soweit. Bauupdate, 9.04.2018. Irgendwie so habe ich es doch immer gesagt. Ja Leute, ich habe mich entschlossen, jetzt endlich wieder mal was heraus zu machen. Es wird wieder so kurze Bastelvideos geben von der Terrasse, vom Grillplatz. Ja, zumindest das, was noch zu machen ist. Und wie es ja letztens schon erwähnt hatte, geht es heute mit der Verbretterung oben auf dem Rand weiter. Und hier machen wir noch ein kleines Unboxing. Von was? Keine Ahnung. Paket stand heute einfach da, aber ich kann es mir in etwa vorstellen, was es ist, bin mir aber nicht ganz sicher und das schauen wir uns zusammen jetzt ganz einfach schnell an und dann weiß ich, was es ist, definitiv, und ihr auch. Ich liebe es einfach, wenn auf einmal Pakete dastehen. Das habe ich vorher schon aufgerissen, um reinzugucken, aber naja, weiter bin ich noch nicht gekommen. Ich brauche jetzt irgendwas zum Aufritzen. Also ich vermute, es ist ein Aufsatz für einen Kugelgrill. Und wenn es so ist, dann wären sie ja ganz, ganz schnell gewesen, die guten. Schauen wir mal. Geh ich die jetzt auf hier? Für die gehämmerte Sakrament. Es ist ein Grillaufsatz, der Santa Maria Aufsatz, von Robert und Tom. Und Dankeschön. Schauen wir es uns erstmal auf die Schnelle an. Zusammenbauen werde ich heute aber nicht mehr. Ich will hier auf der Terrasse was machen. Das gibt dann ein anderes Video. Wisst ihr was, Leute? Das mache ich die Tage. Hier ist er drin, der Santa Maria Grillaufsatz. Ich mache jetzt Terrasse ganz einfach. Das Ding schauen wir uns die Tage einfach nochmal an. Oder schauen wir uns die Tage genau an. Gut, Hauptsache ich weiß jetzt, was es ist. Also, wie gesagt, die Bretter sollen hier oben drauf. Hier abschließen, das heißt, ich werde jetzt hier jeweils anzeichnen und mir das mit der Stichsäge hier und drüben aussägen. Wie mache ich das Ganze fest? Ich werde hier Löcher durchbohren und dann das mache ich allerdings erst, wenn alles ausgeschnitten ist und fertig gesägt ist. Also erst in die Verlattung Löcher durchbohren und dann mit den Spacks von unten festschrauben. Ja, Bohrer so weit einstellen, dass ich, wenn ich von unten bohre, eben dann bloß noch ein Stückchen in das Brett reinkomme, dass ich das nicht durchbohre. Ja Leute, ich hätte jetzt gesagt, ich zeichne an. Säge mir das erste Brett aus und dann gucken wir es an, wie es ausschaut. Jo, kurz freihand ausgesägt mit meiner, mit meinem Sägeblatt, mit meinem neuen, wie ich es damals genannt habe. Ja, schauen wir mal, wie das Ding passt. Mit dem Schmirgelpapier natürlich noch die Ränder abschmirgeln. Und siehe da,
siehe da, es passt nicht. Zumindest noch nicht ganz, weil ich hier noch eine kleine Ecke rausnehmen muss. Das zeichne ich mir jetzt noch schnell an. Ihr seht das, ja, ein Stückchen schräg mit der Stichsäge Freihand nach unten raus. Also da, wo es aufliegt. Und dann müsste das eigentlich halbwegs passen. Verdammt nochmal aber auch. Jetzt habe ich schon dreimal abgeschnitten und das Brett ist immer noch zu kurz. Oder es passt wie die Faust aufs Auge. Und genau das tut es. Ja, so gefällt mir das. Dann Leute, wäre das erste Brett für den Anstrich fertig. Oh, da ziehen Rauchschwaden vorbei. Ja, ich bin im Freien, ich darf heute. Ja, und dann gehen wir gleich im Anschluss da hoch. Nein, ich mache erst die Querverlattungen. Die Verlattungen, die Verbretterung halt oben drauf. Schneide das Brett, also vom Rand bis daher kommt eins hin, dann quer. Dann mache ich eins von hier nach hier, tue das mittig teilen, weil die haben ja bloß 2 Meter und das hat Gesamtfläche mehr, deswegen tue ich es genau in der Mitte teilen. Ja, so mache ich das jetzt und wenn ich soweit fertig bin oder die nächsten Bretter dran liegen habe, naja, dann zeige ich es euch halt wieder. So Leute, also das Brett hier hoch ist wieder mal das allerletzte, ja, und mache ich auch als allerletztes. Die anderen Bretter liegen schon mal. Und ich ärgere mich hier oben jetzt gerade noch mit dem schrägen Brettchen hier ab. Ja, da muss ich mich jetzt noch ein bisschen abspielen, dass ich das halbwegs vernünftig hinbekomme. So Leute, Terrassenbastel-Fazit. Ich habe verkackt. Ja, voll verkackt. Und zwar dieses Brett hier. Gefällt mir absolut nicht die Schräge. Also genau das hier werde ich noch mal machen ohne Cam. Dann werde ich die Bretter alle gleich einmal streichen und wenn wir sie dann festschrauben, da seid ihr dann wieder dabei. Ob das jetzt noch diese Woche ist oder nächste Woche, keine Ahnung, so wie meistens. Nee, also ich werde ein bisschen vorarbeiten und dann eben, wenn es wieder ordentlich was zu sehen gibt, mache ich dann das nächste Bauupdate. Ja, und da hinten wartet auch noch was. Okay Leute, dann hätte ich aber jetzt gesagt, lassen wir es für heute gut sein. Das war ein kleines Bauupdate-Video und ich hoffe, es haben bloß die angeschaut, die es auch interessiert. Leute, wir sehen uns. Ciao.